Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Heute stelle ich mir selber eine Challenge, nach der keiner gefragt hat, aber ich finde sie sehr lustig und bin mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Denn heute werde ich auf vierfache Geschwindigkeit spielen. Ganz konkret ist das natürlich nicht wirklich viermal so schnell, wie ich normalerweise spiele, aber die Geschwindigkeiten unterscheiden sich schon deutlich. Die Spielgeschwindigkeit, auf der ihr mich am häufigsten spielen seht, ist normal. Das ist die, die auch in der Online-Version die Standard, also im Ranked, im Ranglistenmodus die Standardgeschwindigkeit ist. Wenn man mal ganz genau auf alles drauf guckt, langsam, wenn man in der Geschwindigkeit spielt, läuft die Zeit im Spiel, also die Uhr, die auch angezeigt wird, ganz genauso schnell wie die richtige Zeit auch. Also es ist 1,0-fache Geschwindigkeit der Realgeschwindigkeit. Gemächlich ist 1,5, das war die Standardgeschwindigkeit in der HD-Version. Normal ist die Standardgeschwindigkeit aus der Wubley-Version und die ist 1,7-fach und schnell ist 2,0. Also genau doppelt so schnell wie langsam und doppelt so schnell wie die Realzeit abspielen würde. Was wir heute machen, ist auf 4,0 spielen. Bevor jemand fragt, wie das denn eigentlich möglich ist, dass ich auf vierfache oder sogar achtfache Geschwindigkeit gehen kann, zeige ich mal kurz, was man dafür tun muss. Ihr müsst einfach nur in eurem Steam-Bibliothek müsst ihr auf das Spiel natürlich gehen, Rechtsklick auf die Eigenschaften und dort gibt es dann bei Allgemein unten die Startoption und da müsst ihr reinschreiben Debug Speeds und dann wird das für euch schon freigeschaltet. Das ist also relativ einfach. Wie das bei dem MS Store funktioniert, das kann ich leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert, deshalb fand ich es auch witzig, das direkt mit aufzunehmen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr anstrengend zu spielen sein und es wird auch wahrscheinlich relativ anstrengend zum Zugucken sein. Also dieses Video geht an all die, die finden, dass ich so schnell spiele und so schnell rede. Heute habt ihr mal extra Spaß. Ich mache das natürlich gegen die KI und ich mache es auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Ich überlege gerade, ob ich noch eine andere Karte vielleicht mal nehme als Arabien. Die sehen wir schon oft genug auf dem Kanal, würde ich behaupten. Sollte aber auch eine Karte sein, die KI auch beherrscht. Da fallen leider einige schon raus. Nehmen wir doch mal sowas ähnliches einfach wie Arabien. Wie wäre es denn mit Tal? Ich weiß nicht, ob die KI die zusätzlichen Rehe auswählt oder nicht, aber das werden wir jetzt sehen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob die KI... Nee, die KI sollte davon überhaupt nicht betroffen sein. Die kann auf jeder Geschwindigkeit ganz gleich spielen. Also, bringen wir doch mal rein. Tataren gegen Mongolen. Ich muss direkt erstmal auf Vorspulen drücken hier, quasi, also auf das Pluszeichen. Ah, oh, es geht schon mal gut los hier. Ach du Scheiße. Eieiei. Ah! Schon den Anfang verkackt. Ah, ich hab noch nicht mal die Häuser gebaut, okay, geil. Oh Mann. Das ist schon echt sehr, sehr schnell. Ach! Das kann echt präzise sein. Scheiße. Ja, ich glaube, das mit dem Schafen zu scouten, das kann ich mir sparen. Puh. Wo haben wir denn schon Wildschwein? Ja, haben wir, aber ich brauche zuerst mal ein Haus. Mann, alles ist echt sehr, sehr schlecht bislang. Da ist mein zweites Wildschwein. Brigaden locken will ich gar nicht versuchen. Wird auf jeden Fall zu spät kommen, das zweite. Oder? Naja, es wird noch passen. Ach, es ist so anstrengend. Ich hoffe, das ist einigermaßen erträglich zum Zugucken. So. Das ist ja eigentlich Mongole. Salam,
gar nicht genug Gehirnzellen, um jetzt dazu noch zu antworten. Ja, KI spielt ja eh nicht Scouts, von daher muss ich ja vor den Mongolen nicht unbedingt Angst haben. Ich spiele jetzt einfach selber mal Scouts, auch wenn das eigentlich ein bisschen mikrointensiv ist. Werde ich also potenziell noch bereuen, aber das schauen wir jetzt mal. Ich meine, ich bereue das Ganze hier schon eigentlich, von daher ist es. Vielleicht sieht das aus. Ja, der hängt gar nicht fest, habe ich mich falsch gesehen. Boah. Ich glaube, jetzt gerade habe ich mir keinen Gefallen getan. Ah, ich habe nicht mehr den Dorfwunder bekommen. Alter, ist das. Das ist so anstrengend. Kann es nicht oft genug sagen. Na, und ein Scout habe ich verschleudert. Boah. Immerhin stellt die KI total dumm ihre Dorfwunde die ganze Zeit in die Pampa. Dass ich ein paar Kills bekomme. Versuchen wir noch mal weiter. Brauche ich eine Schießanlage wahrscheinlich schon. Missklick. Missklick ist besonders schlimm, weil man erst so spät darauf reagiert. Als Speedster. Oh Mann, und immer wenn man irgendwie zögert, direkt alles im Arsch. So, so mit dem Bums hier auch noch irgendwie zuzumauern. Weiß nicht, ob hier zu ist. Okay, bau doch. Ja, ich glaube, die Schießanlage war wahrscheinlich doch nicht notwendig, aber. Nachher ist man immer schlauer. So, gehen einfach auf berittene Bogenschütze, obwohl ich glaube, damit tue ich mir auch keinen Gefallen. Das dürfte sehr schwer zu Micron sein. Ich habe da ja einige Dorfwohner wieder gekillt, also das beweist halt, dass die KI halt einfach strunzdumm ist und gegen Scouts nicht gut aussieht. Die Scouts schicke ich ihm hier noch. Oh, ich habe. Das sind alle meine Scouts, die noch überlebt haben? Na, okay. Ich habe noch nicht mal zugemauert. Noch ein Dorfwunder bekommen. Okay, so langsam wird es lächerlich. Ja, gut, die Botte ist haus hier einfach nur. Und reagiert nicht auf meine Einheiten. Okay, jetzt sind meine Dudes alle tot. Hier ist, glaube ich, eine mögliche Lücke. Jetzt habe ich aus der Chat-Wiedergabe gedrückt. Das sollte nicht sein. Ja, ich will wahrscheinlich. Ach, okay, ich habe eine Lücke. Never mind. Aber solange die KI noch in der vorigen Zeit ist, sollte das eigentlich gar kein Problem sein. Besonders wenn ich hier Dorfwohner fütter. Oh meine Fresse. Boah, Wirtschaft aufräumen macht gar keinen Spaß auf die Art. Und Häuser bauen wäre super gewesen. So, das reicht hier mit Gold auf jeden Fall. Habe ich durch den Wegpunkt nicht umgesetzt. Jetzt hat sie Scams gemacht. Boah, ey. Das mache ich nie wieder. Ja,
Habe ich eine Uni schon? Nehme ich nicht. Würde ich gerne haben. Eieieiei. Was ist Makro eigentlich? Ich glaube, mehr als ein Dorfzentrum war gar keine gute Idee. Also es war hier allgemein keine gute Idee, da machen wir uns mal nichts vor, aber... Macht es mir ja unnötig schwieriger damit, glaube ich. Aber da die KI nicht mauert, kann ich einfach Hit and Run machen und währenddessen ich mir nur eine Burg gönnen. Oh. Und nicht. Oh. Man kann echt keine Sekunde stehen bleiben, sonst sind es direkt jede Menge tote Einheiten. Scheiße, jetzt habe ich die Punkte umgestellt. Oh Mann, ey. Kaffee-Archer waren auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Das sollte ich auf jeden Fall anmachen hier. So. Schöne Burg. Hätte ich irgendwo angegriffen oder? Jetzt nur meine Einheiten, geht nur um die Einheiten, wie es aussieht. Ah, und natürlich die Dorfwohner, die ich aus Versehen nach vorne geschickt habe. Ja, hier war doch irgendwo eine Reliquie, da. Ah, die Dorfwohner laufen immer noch nach vorne. So, ich wollte Cash-X machen. Boah, ey. Zum Glück ist das eine schnelle Runde in jedem Fall. Ziemlich durch. Haben wir Heavy Cavalry? Ja, wahrscheinlich schon. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, Mann, ey. Ja, präziser wird es auch nicht mehr, glaube ich. Was können wir noch machen? Ja, den Kram hier. Ach, jetzt habe ich sogar schon die falschen. Eigentlich, dass es noch irgendwie interessant wäre, aber ich bin die falschen Hotkeys neu erwischt, ist auch nicht so cool. Ja, da gibt's ja auch schon auf. Uff, okay. Das war echt, das hat nicht so viel Spaß gemacht tatsächlich. Das Ding ist, das ist noch nicht mal das Maximum, du könntest noch mal doppelt so schnell spielen auf 8-fach, aber das tue ich mir nicht an.
Nur wenn ihr wirklich drauf besteht, aber ich hoffe, ich bete euch an. Ich bitte euch, ich flehe euch an, so heißt das Wort. Das würde ich mir eigentlich nicht antun. Das wäre ja echt jetzt schlimm. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es besonders viel Spaß macht, so zu gucken, wenn er einen auf 8-fach spielt. Oh Mann. Aber dafür hat es ja eigentlich noch ganz gut funktioniert. Also für KI reicht es noch, sag ich mal. Zeiten waren natürlich sehr schlecht. Also ich habe mal zur Perspektive. Also ich bin mit 20 Verplatzierungen hochgegangen, dann müsste ich eine Minute schneller als das hier hätte ich eigentlich sein müssen. Das heißt, immer wenn man irgendwelche Lücken in der Produktion hat, wird das dadurch so krass verstärkt hier, dass ich dadurch mehr als eine, ehrlich sogar mehr als eine Minute, oder? Ja, ungefähr eine Minute Leerlauf einfach habe. Ritterzeit kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, wie viel Laufruhe ich hatte, aber hätte wahrscheinlich auch schneller sein müssen. Naja. Aber so haben wir jetzt auf 4-fache Geschwindigkeit auch mal gegen die KI gespielt und komplett zerstört, wenn ich das mal so sagen darf. Die Rehe kam nicht so krass zum Einsatz leider, aber sieht schicker aus, wenn es mal was anderes als Arabien ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet irgendeine Form von Spaß dran und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es natürlich selber nochmal ausprobieren. Ich kann es nach diesem Experiment nicht empfehlen, aber ich kann euch nicht aufhalten. Also lasst mich wissen, was ihr von der Aktion gehalten habt und ob ihr darauf besteht, dass ich es mit 8-fach versuche, aber ich will es eigentlich nicht. Ich glaube, selbst wenn ihr darauf besteht, würde ich es, glaube ich, gar nicht machen. Ich überleg's mir. Bis zum nächsten Mal.